Gute Nachrichten gibt's bei den Blue Chips. Der DAX wieder mal auf Erfolgskurs. Wir haben es schon gesehen, mit einem riesen Gap nach oben, hält sich aktuell auf dem Niveau. Also nicht wirklich Druck hier zu erwarten. Herzlichen Glückwunsch, da ist ein bisschen was positiv gelaufen. Also die Standardwerte in Indizes, beziehungsweise insbesondere die Blue Chips, also die ganz langweiligen, wenn man das mal so sagen darf. Aber was ist schon ganz langweilig? Wir haben es gesehen. Die Volkswagen-Aktie, sie ist 30% gestiegen in den letzten Tagen. Das ist eine heftige Bewegung, also ein deutlicher Run. Und selbst die deutschen Unternehmen kommen so langsam auf den Trichter, dass man ein bisschen was tun muss. BMW hat verkündet, sie jetzt auch viel intensiver in den Elektrofahrantrieb zu wechseln. Und dementsprechend wird hier versucht, zumindest mal noch Modernität darzustellen. Und dem Markt scheint es offensichtlich aktuell zu gefallen. Das Gleiche gilt übrigens generell gesprochen mal für den Dow Jones. Auch der sieht super aus, geht ein bisschen runter. Aber, und das ist das Spannende für mich aus meiner Sicht, diese Abwärtsseite, die wir jetzt hier haben, es ist ganz klar abwärts, was wir hier Intraday sehen. Ihr könnt das hier auch im Stundenchart nachvollziehen. Das ist wieder was typisch Wackeliges. Schöner kann man wackelig gar nicht umschreiben. Ihr wisst, ich bin immer mit den komischen Begriffen wackeliger Markt, aber ich denke, es ist ganz klar nachvollziehbar, dass das eine Bewegung ist, die abwärts ist, jawohl, die Gegenbewegungen hat, jawohl, und diese Gegenbewegungen, die überschneiden sich permanent und das ist eben ein typisch korrektives Verhalten. Das heißt, dieses Verhaltensmuster spricht ganz klar dafür, dass der Markt nach unten in der Korrektur, in der Gegentrendbewegung ist. Das heißt, eigentlich sein Haupttrend weiterhin nach oben hat und jetzt in diesen Momenten mehr oder weniger scheint sich das Ganze ja zu bestätigen. Also alle, die auf den 5-Minuten-Chart geguckt haben, die erahnen das ja hier schon an den Bewegungen, die wir hier haben und dass der Kurs jetzt die letzten Zwischentiefs hier unten im Kleinen, hier im Größeren nach oben rausnimmt, ist sicherlich nicht das schlechteste Zeichen für den Bullenmarkt. Das heißt also weiterhin eigentlich gute Stimmung hier. Zumindest mal gibt es keinen Druck, dass der Markt hier nicht weiter nach oben geht. Also es macht einen ganz guten Eindruck hier, was das angeht. Sollten wir eigentlich guter Laune sein oder positiv gestimmt sein. Aber es gibt ja auch noch den Widersacher. Das ist der Technikmarkt und der zeigt eben genau nicht dieses Bild. Wir sehen, dass der Markt hier dann doch deutlich schwächelt. Wir hatten ja eigentlich gar nicht so die schlechte Voraussetzung. Wir haben es ja gehört, die Notenbank, die Fed in Amerika, die hat ordentlich hier nachgelegt. Der Kurs ist ja auch wunderschön nach oben gestiegen. Das Ganze ist allerdings nicht wirklich nachhaltig. Offensichtlich glaubt einem das der Markt zumindest mal nicht, was da von der Fed zu hören war, dass das wirklich jetzt die Entspannung ist. Und dementsprechend keine positiven Aussichten, zumindest mal was das hier angeht, sind die Bewegungsausmaße deutlich negativer gestimmt. Ob das den Markt wirklich jetzt in die Gegenrichtung treibt, wie wir das ja jüngst, man sieht das hier noch, wenn man sich hier die Bewegung der letzten mehreren Tage anguckt, also hier oben seit dem 16. Februar und dann bis hier runter, jetzt kommt es ein bisschen hoch und das gleiche Bild mal hier beim Dow Jones, da wird man da schon fast nicht fündig werden, wo der Markt hier wo der Markt hier seinen Rücksetzer hat, da ging es nur so ein bisschen runter, insgesamt aber eben stark nach oben. Also insofern tatsächlich ein Wechsel, wo die bessere Stimmung ist, das ist im Moment klar, das sind die typischen, ich sag jetzt mal, eigentlich Langeweiler-Titel, aber der Markt liebt sie aktuell und alles das mit Tech, da ist man ein wenig vorsichtig geworden. Ich hatte letztens ein paar Mal drauf gewiesen auf den Zinsmarkt und da hatten wir ja schon gesagt, dass die steilen Seiten abwärts, die schwachen Seiten nach aufwärts, wir hatten hier zwar eine schnelle Gegenreaktion jetzt hier gestern Nachmittag auch auf die FED-Ansagen hin, das hat aber nicht wirklich lange gehalten, tatsächlich der Markt weiterhin wieder, so ähnlich wie wir das hier hatten, so ähnlich wie wir das hier hatten, in der beschleunigten Richtung, das heißt, auch das ist ein Markt, den man ja durchaus handeln kann, nämlich wackelige Bewegungen nach oben, würden vermuten lassen, dass es eben noch weiter nach unten geht und wir wissen, fallende Zinsmärkte, was die Kurse angeht, bedeuten steigende Renditen da und das ist im Moment für den Tech-Markt nicht das, was er wirklich haben will und das, was er braucht. Also, der Markt scheint im Moment da festgeschrieben zu sein und sich schon auf etwas festgelegt zu haben. Ob das so bleibt, das werden wir wohl sehen und abwarten müssen. Aber solange eben nach oben die Bewegungen hier nicht steil werden, gibt es eigentlich keine Voraussetzung, dass der Markt
hier dreht. Dann als zweites, wenn er denn mal steil ist, so ähnlich wie hier, dann brauchen wir etwas Wackeliges nach unten. Da hätte man vielleicht sogar noch sagen können, ist das nicht sowas? Richtig, unter Umständen schon, aber es muss auch getriggert werden. Und das hat gefehlt, also insofern gab es da gar keine Chance in irgendeiner Form hier auf die Lungenseite zu wechseln. Dieses hier, was ich hier gerade so angedeutet habe, dieses Spiel, das kann man mit jedem Markt treiben, also spielt gar keine Rolle, ob ihr das beim Nasdaq euch mal anguckt, vielleicht heute Nachmittag, wenn er wackelig nach oben kommt, ob ihr euch das beim S&P mal angucken wollt, wenn der Markt mal wackelig nach oben kommt. Also ich kann es nur immer wiederholen, hier Situationen wie diese hier, da ist es vielleicht nicht so deutlich, muss man sagen, aber hier ist es nur eine sehr klare ABC-Bewegung. Was die starke Bewegung ist, ist auch nachvollziehbar. Und Freunde des ganz kleinen Markts im Minutenchart beispielsweise haben sich auch über so eine Wackelkiste nach oben gefreut. Aber das ist vielleicht für den einen oder anderen zu klein. Wer das nicht so klein haben will, kann das natürlich genauso im etwas größeren finden. Achtet deshalb drauf, wann immer ihr das in eurer Lieblingszeitebene findet, habt ihr eigentlich einen ganz guten Ansatz da, mit reinzukommen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.